Die bewaldeten, bis zu 2500 Meter hohen Berge des Altiplano von Guatemala sind seit Jahrtausenden die Heimat der Quiché-Maya. Die Weltsicht und die viele Jahrhunderte andauernde Leidensgeschichte dieses Volkes haben eine mutige Frau hervorgebracht. Sie ist zum Sprachrohr der indigenen Gemeinschaften geworden. Rigoberta Menchú. Mit nur 33 Jahren erhält sie 1992 als bisher jüngste Laureatin den Friedensnobelpreis für ihren Erlebnisbericht »Ich, Rigoberta Menchú«. Stellvertretend für die Geschichte eines ganzen Volkes enthüllt sie darin die Welt ihrer tragischen Familiengeschichte. Weil in ihrem Land ein Bürgerkrieg tobt, wird die Autobiografie im französischen Exil veröffentlicht. Die Nachfahren der Maya wird darin zu einem Symbol für den Kampf um die Würde der indigenen Völker. Meine Mutter sah die Schönheit der Bäume und der majestätischen Berge. Ich sehe die Geschichte meines Landes, die nur allzu oft mit Leid verbunden ist. Der Überlebenskampf von Rigoberta Menchú hat seinen Ursprung in den Agrarflächen auf den guatemaltekischen Hochebenen. Im Westen des Landes, im Departamento Quiché, wird sie 1959 geboren. In den Betrieben dort schuften sich Männer, Frauen und Kinder für mächtige Großgrundbesitzer ab. Sie stehen auf der untersten Stufe einer zutiefst ungerechten Gesellschaftsordnung. Das kleine Mädchen, das seit seinem 8. Lebensjahr auf den Feldern arbeitet, hat ständig große Angst. Wir haben von klein auf lernen müssen zu überleben. In den Fincas hatte ich große Angst. Ich habe mich immer dicht an meine Mutter oder an meine Brüder gepresst, weil ich solche Angst vor den Hausherren hatte. Am meisten Angst hatte ich, wenn sie getrunken hatten. Häufig waren die Vorarbeiter noch schlimmer als die Großgrundbesitzer. Sie schlugen, beschimpften und beleidigten einen vor allen anderen. Ich habe nie verstanden, wo dieser ganze Hass herkam. Aus dieser Welt der grausamen sozialen Ungerechtigkeit kann sie sich nur in die reiche Fabelwelt der Maya zurückziehen. In meiner Familie erzählte man sich Märchen. Man erzählte, dass unsere Großmütter und Großväter mit dem Himmel und der Erde, den Tieren, den Blumen und Pflanzen kommunizierten. Es ist sehr schön und mystisch, in den Bergen zu leben. In Wahrheit war Großmutter Mond sehr traurig. Und als Großvater Sonne die Traurigkeit von Großmutter Mond und all die Flecken auf ihrem Gesicht sah, merkte er, dass auch er diese Traurigkeit seit Jahrhunderten in sich trug. Diese Fabeln werden nicht auf Spanisch, sondern auf Quiché weitergegeben. Die Sprache ist in Guatemala noch heute sehr lebendig. In den Dörfern sprechen nur wenige das Spanisch der Kolonisten. Rigoberta Menchú erkennt sehr früh, dass darin einer der Gründe für die Ausbeutung ihres Volkes liegt. Mit 16 Jahren erhält sie die Gelegenheit, die Ketten des Analphabetismus zu sprengen. Sie geht in die Hauptstadt. Die Reise nach Guatemala-Stadt dauert von den Bergen aus 2 Tage. Es ist das Territorium der Ladino. Sie halten die politische und wirtschaftliche Macht in ihren Händen. Ich hatte keine Ahnung von der Stadt. Ich trug meine alten Kleider, die ich auch bei der Arbeit in der Finca anhatte. Ich besaß keine Schuhe. Ich wusste nicht einmal, wie man ein paar Schuhe anprobiert. Ich habe mein Dorf verlassen, um Spanisch zu lernen. Ich musste ihre Sprache lernen, gut zuhören, sie gut aussprechen. Ich wusste, dass nicht die Sprache an sich schlecht war. Diejenigen, die sie sprachen, waren schlecht.
Ich hatte beschlossen, das Schweigen zu brechen. Und um das zu tun, musste ich ihre Sprache sprechen. Ich habe mich aus vollen Kräften bemüht, die Sprache der Ladinos dieses Landes zu sprechen. Es ist eine Bildungssprache, denn sie haben studiert, sie sind zur Schule gegangen. Also musste ich so sprechen wie sie. Um die Sprache der Mächtigen zu lernen, lässt sich Rigoberta Menchú auf eine andere Form der Ausbeutung ein. Sie arbeitet als Angestellte in einem kleinbürgerlichen Haus in der Stadt. Die Begegnung mit der jungen Bediensteten Lydia erschüttert sie in ihrem Sinn für Menschlichkeit. Sie war auch eine Indigene, aber sie hatte sich angepasst. Sie trug bereits Ladino-Kleidung. Und sie aß die Reste der Hausherren, das, was sie auf den Tellern übrig ließen. Eines Tages war Lydia schwanger. Man vermutete, dass es der Sohn des Hausherrn war. Und man hat sie zu einem Schwangerschaftsabbruch gezwungen. Es war sehr traurig. Sie hatte nicht einmal die Zeit, sich von der Abtreibung durch Kaiserschnitt und der Gebärmutterentfernung zu erholen. Sie war um einiges mutiger als ich. Ich wusste, wie sehr sie litt. Schließlich haben sie sie nach Hause geschickt. Sie haben sie noch nicht einmal für ihre Arbeit bezahlt. Dieses Ereignis hat mich zur Rebellin gemacht. Ich wurde sehr kritisch. Ich hatte keine Angst mehr davor, von den Gräueltaten zu erzählen, die man diesen Frauen antat, wenn sie als Hausangestellte ausgebeutet wurden. Der Schock angesichts dieses Unrechts verändert ihre Sicht der Dinge. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erlebt Guatemala die Schrecken eines blutigen Bürgerkrieges. Die Bauern werden ihres Landes beraubt und schließen sich teilweise einer revolutionären Guerillagruppe an, die von den Machthabern aufs Schärfste unterdrückt wird. Einer der Kämpfer ist Vicente Menchú, Rigobertas Vater. Seine 6 Kinder unterstützen ihn. Die Regierung unterstellte uns, wir seien Kommunisten und würden Zwietracht sehen. Die Militärs sagten, dass sie alle Waffen hätten, um uns zu töten. Damit wollten sie Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreiten, damit niemand redet. Trotz der Drohungen demonstriert die Familie Menchú jeden Monat vor dem Nationalpalast, dem Machtsitz der autoritären Befehlshaber. Der Platz ist zum Symbol für die indigenen Kämpfe geworden. Noch immer wird ja demonstriert, heute zum Beispiel für die Frauenrechte. Ich habe mich mit meinem Vater für die gerechte Bezahlung der Bauern eingesetzt und für bessere Arbeitsbedingungen auf den Feldern. Wir kamen immer als Familie. In diesem Gebäude wurden alle Entscheidungen über anstehende Belagerungen, Zensur und die unzähligen Gemetzel getroffen. Und es sind viele Menschen von diesem Platz verschwunden. Viele Gegner sind während der Demonstrationen ermordet worden. Wenn das Militär auftauchte, gab es einen Kugelhagel. Das hier ist also ein Ort der Zusammenkunft, aber auch ein Ort des Schreckens. Am 31. Januar 1980 erfährt Rigoberta die Schrecken am eigenen Leib. Ihr Vater nimmt an einer friedlichen Besetzung der spanischen Botschaft teil. Sie soll die internationale Gemeinschaft auf das Los seines Volkes aufmerksam machen. Doch die Militärjunta legt einen Brand. Er stirbt. Die verkohlten Leichen von 37 Demonstranten werden aus den Trümmern geborgen. Mein Vater war verbrannt, aber wir wussten nichts Konkretes. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich fühlte mich völlig ausgeliefert. Das schlimmste Gefühl für Opfer ist die Machtlosigkeit. Man kann nichts tun. Ich wusste nicht einmal, ob ich meinen Vater noch mal sehen würde, ob ich ihm eine angemessene Grabstätte bereiten könnte. 2 Monate später wurde meine Mutter eingesperrt. Ich wusste, dass ich sie nie mehr wiedersehen würde. Im französischen Exil schreibt Rigoberta Menchú ihre Geschichte nieder.
Ich heiße Rigoberta Menchú. Ich bin 23 Jahre alt. Ich möchte berichten, was ich und mein Volk erlebt haben. Das ist mir sehr wichtig. Einfache Worte auf Spanisch. Eine Sprache, die sie noch nicht ausreichend beherrscht, um die unerträgliche Realität ans Licht zu bringen. Das Leid ihres Volkes. Ihr Erlebnisbericht, Ich, Rigoberta Menchú, wird 1983 veröffentlicht. Er öffnet ihr die Türen zu den wichtigsten internationalen Institutionen und bereitet den Weg für eine offizielle Anerkennung des indigenen Genozids. Ihr Nobelpreis im Jahr 1992 führt 4 Jahre später zur Unterzeichnung eines Friedensvertrages. Nach mehr als 3 Jahrzehnten hat der bewaffnete Konflikt ein Ende. Rigoberta Menchú kehrt als Freiheitsikone in ihr Heimatland zurück. San Juan Comalapa in den westlichen Bergtälern ist für seine Wandmalereien bekannt. Sie erzählen die Geschichte der Maya, von der prähispanischen Zeit bis hin zu den Dramen der bewaffneten Konflikte. In diesem Dorf werden auf etlichen Gedenktafeln die 45.000 Opfer des Bürgerkrieges gewürdigt. Rigobertas Worte haben hier eine tröstende Wirkung. Rigoberta Menchú hat einen Präzedenzfall geschaffen und uns allen den Weg geebnet, unsere Wunden heilen zu können. Aber ihre Worte haben uns auch ermöglicht, Dinge auszusprechen. Worte, die Gewalt mit Liebe begegnen. Worte, die heilen. Worte, die Ungerechtigkeiten anprangern und Gerechtigkeit fordern. Die Bewusstwerdung überträgt sich heute auf die junge Generation indigener Frauen. Die 27-jährige Sara Kuruchich greift den kreativen politischen Prozess auf, indem sie in der Maya-Sprache ihres Dorfes singt, dem Kachikel. In den Schulen wird auf Spanisch unterrichtet, als wären wir unsichtbar. Und als könne man auf diese Weise die Sprachen der einheimischen Völker auslöschen. Ich spreche und singe in meiner Sprache, dem Kachikel, weil ich damit ganz bewusst einem System gegenüber ein Statement abgebe, das uns unsichtbar machen will. Es ist ein rassistisches und koloniales System, das unsere Identitäten auslöschen will. Heute ist Rigoberta Menchú beliebt und bekannt. Dennoch erhält sie auch Morddrohungen, weil sie sich für die indigene Sache einsetzt. Ich kämpfe nicht nur Seite an Seite mit den Maya-Frauen, sondern auch mit den Männern. Es gehören auch viele Männer zu meinen Bewunderern und ich weiß das zu schätzen. Es macht mir sehr viel Freude, diese komplementäre Verbindung von Mann und Frau zu sehen. Nur gemeinsam können wir unser Land wieder aufbauen.